Einen wunderschönen guten Tag zu dieser Ausgabe von Let's Play Ironside. Und nach der letzten Ausgabe, wo ihr ja wirklich mal ein bisschen Trailer gesehen habt und auch das Tutorial, habt ihr zu Recht jetzt richtig Bock auf mal ein wenig Gameplay. Und dementsprechend springen wir jetzt mit unserem Char hier jetzt ins Gameplay. Und dann sagen wir mal einfach, was machen wir denn? Ein AI-Team-Deathmatch. 4 Spieler auf der Stufe normal. Das klingt doch nach was, wo wir jetzt Bock drauf haben. Jetzt aneinander. Hula Hoop, Matt GX, Joe Ballard und Daika Ramba. Ja, das klingt doch nach einem Team, mit dem man Bäume ausreißen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich sag Cloud 9. Cloud 9 klingt einfach schon mal gut. Wobei, damn. Ich will damn. Nein, das geht's nicht mehr. Ich hätte gern damn, damn. Gut, wir nehmen Cloud 9. Bin ja gespannt, wie sich hier der CPU jetzt so schlägt. Ausrüstung. Wir nehmen natürlich hier mit der AUG als Primärwaffe, Agok und allen drum und dran. Alle sämtliche Gegner ausschalten. Das klingt machbar. Da ich mich hier nicht auskenne. Bam, 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 Killchain, Dude. Killchain. Ich bin low, ich bin low, ich bin low, ich bin low. Oh! Nee, nicht wirklich, keine Granate. Oh, ich heile mich wieder. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Da hat er mich. Da hat er mich. Aber bisher läuft's gut. Vielleicht der Vierfachsuch ein bisschen übertrieben, muss ich feststellen. Hier, gibt's mal eine Drohne? Drohne gemacht. Oh, Flash. Warum denn ein Flash? Keine Sau will eine Flash. Besser. Schaut schön weg. Oh, oh, oh. Geh weg, 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 weg. Double Kill. Kann die hier durchschießen? Kann die hier durchschießen? Jo. Keine Chance gegen den Ramba. Was ist? Ich mache mal hier nächste Drohne. Geil. Alter, ich fühle mich wie Rambo. Scheiß auf Rambo, nimm Ramba. Sag ich da nur. Oh, 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 ich habe keinen, ich habe keine Ammo mehr. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Ja, hier eine andere Waffe von irgendjemand. Huh. Da ist hier jemand. Schaut nett aus. Oh, ich mag den Boden. Der Boden ist nice. Oh, oh, oh. Nicht von der Grafik ablecken lassen, Ramba. Ui. Oh. So was will ich für daheim. Schon wieder out of ammo. Das gibt's ja nicht. Jetzt mache ich's. Jetzt messe ich sie alle. Okay, ich nehme eine Vektor. Nimm eine Vektor. Oh. Alter, da ging's aber mal scheinbar steil, du. Guck dich der so an. Ich hab ihn doch gehört. Da höre ich Steps, ich höre Steps, ich höre Steps. Ich höre, ich sehe mir nur. Ja, jetzt da. Ich finde die Drohnen so gut. Overheat Weapon. Nein.
hat er sich irgendwo im Fenster positioniert. Kein Problem. Oh, getötet doch Bot. Okay, das war natürlich ein bisschen vielleicht offenstehend. Wiederbelebung, aber jetzt geht's wieder weiter. Ja, klar ist mein Hellbird expired. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Oh Gott, war der knapp. Ist der immer noch? Okay, alles klar, ich habe ein Messer. Oh. Wieder Schuss. So, Drohne, geh. Komm. Mach mal den fertig. Such den Gegner. Such ihn. Such ihn. Durch. Wo kommst du her? Nein, da war einer neben mir. Heidewitzka. Aber es macht Bock. Auch wenn es Bots sind, macht's Bock. Also die Drohnen, ich feier die Drohnen. Die Drohnen sind richtig nice. Ja, komm, Platz 1, Ramba 1. Nummer 1, aber richtig, boah, krass. Da habe ich aber mal ordentlich performt, du. Dafür gibt es auch eine schöne Belohnung mit 149 Points. Meine Karriere, 43 Kills, dreimal nur tot, 12 Assists, Genauigkeit, na gut, daran kann man auch ein bisschen arbeiten, muss man gestehen. Und man sieht schon, der Ramba, der zielt gerne auf die Brust. Bisschen Brust fixiert, aber halb so wild. Waffenfortschritt gibt es dann natürlich auch. Also auch da. Aber da ich jetzt nur die AUG gespielt habe, habe ich mir nämlich nur die weiter sozusagen. Und ja, ich fand das geil. Jetzt kann man natürlich hier wieder seine Ausrüstung dementsprechend ein bisschen modifizieren. Ich zum Beispiel würde jetzt für mich sagen, okay, ich nehme jetzt eher das Holoscope. Denn das Agok war für die Map zumindest jetzt ein bisschen sehr close. Blendgranate lasse ich, Splittergranate selbstverständlich auch. Vielleicht die Granatenattrappe oder eine Schockgranate fürs nächste Mal. Finde ich auch immer ganz geil, dass du da unten siehst, was die Nate macht, was da passiert und wie das aussieht. Auch aus Gegnersicht. Blend. Also, verschwommene Sicht ist Desorientierung und verlangsame Beschwingungsgeschwindigkeit. Schwieriges Wort, wenn man es aussprechen will, zumindest in meinem Fall. Also das finde ich ganz geil, weil das ist jetzt auch sowas. Manchmal ist man ja im Spiel ein bisschen überfordert. Was passiert so? Was macht irgendwas? Was macht ein Ausrüstungsgegenstand? Auch hier zum Beispiel die Drohnen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, Metal Reaper schaut jetzt geil aus, aber was kann der überhaupt? Kann ich hier unten mal anschauen. Und man sieht, da kommt so ein fetter Mech runter. Und alter Lachs, den brauche ich. Der kostet zwar 4.400, also den kriegt man erst später in der Runde dementsprechend, aber sowas muss man haben. Sowas gehört sich. Oder auch die Fähigkeiten. Gut, die erklären sich von selbst, was die machen können, aber das ist doch ganz sexy. Also man kann sich hier wirklich ordentlich austoben. Also da gibt es eigentlich nichts, was es gefühlt, was man nicht machen kann. Und natürlich, wie gesagt, ich glaube, der Ententanz verbeugen.
Ja, nice. Also, auf jeden Fall sehr cool. Würde mich mal interessieren, wer von euch jetzt mal mittlerweile in das Spiel reingedaddelt hat. Wer es noch nicht getan hat, ist kostenlos. Wie gesagt, unten über den Link in der Beschreibung kommt ihr zum Spiel und lasst mir mal eure Meinung zukommen. Ich bin sehr interessiert daran. Auf jeden Fall euch viel Spaß bei Ironside. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.